Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir nähern uns dem Ende des Augustes und heute ist tatsächlich schon der letzte Donnerstag im August, was ja immer Hörgenuss des Monats bedeutet. Wir haben hier ja nicht nur Hörbuchtipps oder Hörspieltipps, sondern durchaus eben ja auch Buchtipps. Das heißt auch, selbst wenn ihr nicht zu den größten Hörern gehört, sind natürlich die Bücher, die wir vorstellen, in der Regel auch als haptisches, echtes Buch zu erwerben und können dann natürlich auch gelesen werden. Das Stammteam und die Playlist packe ich unten in die Infobox, auch die Infos zu meinem Hörgenuss jetzt im August, und es konnte eigentlich gefühlt nichts anderes sein als der Anschlag von Stephen King. Den habe ich ja im Juli gereadet, also nochmals gelesen. Vor 4 Jahren habe ich ihn das erste Mal entdeckt und ich war so, so begeistert, nicht nur von dem Buch selbst, sondern eben auch von dem Hörbuch, wie es gesprochen wurde, von David Nathan. Und da war recht schnell klar, ja, spätestens im August werde ich dieses Buch als Hörgenuss auch vorstellen, sodass ich euch nicht nur das Buch näher bringe, sondern natürlich auch das Hörbuch. Und dass es ja hier im Hörgenuss primär auch einfach geht. Das Buch ist aus dem Jahr 2012, hat aber, wie ich finde, nichts an Aktualität, an Themenähnlichem verloren. Also man merkt, dass Stephen King ja also einfach geschafft hat, Zeit einzufangen, und da wir hier einen Zeitreiseroman haben, befinden wir uns sowieso in einer ganz anderen Zeit und können diese dort dann auch genießen. Gesprochen wird das Hörbuch ja von David Nathan. Ich glaube tatsächlich, dass er ein Großteil der Hörbücher von Stephen King spricht, und ich bin ein großer Fan von ihm. Ich lausche ihm unglaublich gerne, sowohl wenn er Hörbücher, Hörspiele spricht, als natürlich auch, wenn er als Synchronsprecher seine Stimme zum Beispiel Christian Bale leiht oder auch Johnny Depp. Ich bin da immer wieder fasziniert, wie toll ja eigentlich so diese Stimmen auch zu diesen Menschen passen und wie er diese auch verändert. Das Buch hat 1050 Seiten, ist also definitiv schon ein Wälzer, und die Sprechzeit ist um die 32 Stunden. Also man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich möchte aber so viel einfach schon sagen, dass keine Minute zu viel ist. Ich finde tatsächlich, dass auf diesen 1000 Seiten kein Wort, keine Seite, kein Satz irgendwie zu viel ist, sondern dass wir wirklich eine enge Geschichte haben, die einfach auch dieses Epische benötigt, um wirklich gut erzählt zu werden. Um was geht es jetzt aber natürlich eigentlich in der Story? Ja, wir treffen auf Jack Epping, der in etwa in unserer Zeit lebt. Er ist dort Professor an der Universität, lehrt da englische Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Und eines Tages geht er in seine Stammkneipe, in sein Stammrestaurant und findet dort den Besitzer auf einmal gealtert und kränklich vor und denkt sich, Mensch, ich war doch gefühlt nur 3 Tage nicht da, was ist denn mit dem passiert? Und der erzählt jetzt Jack und auch uns eine unglaubliche Geschichte, denn es gibt in seinem Keller einen Durchgang in die Vergangenheit. Und man kann in diese eben zurückreisen, man landet dort immer am gleichen Zeitpunkt, also es gibt da keine Regel zurück in die letzten 10 Jahre, 20 Jahre, sondern wir landen immer im Jahr 1958. Und dort ist er jetzt eben auch gewesen, er hat dort 5 Jahre gelebt, ist dementsprechend jetzt eben auch gealtert oder wohl auch mehrfach gealtert und eben auch sehr krank. Und er führt Jack so ein bisschen in dieses Thema ein, welche Auswirkungen es in der Zeitreise gibt und was sein Ziel ist, was er recherchiert hat, was er gesammelt hat. Denn ja, er möchte, dass Jack zurückreist und das Attentat auf John F. Kennedy 1963 verhindert. Und er hat 5 Jahre Zeit, um sich die Hintergründe anzusehen, die Hintermänner, die ja irgendwie hinter dem Attentat steckten. Es hat hier ganz viele Informationen schon gegeben, die er auch an Jack weitergibt. Und natürlich kann man auch noch das ein oder andere kleine Ding mit ändern, was aber das natürlich für Auswirkungen hat. Der Zeitreiseaspekt ist super spannend, da möchte ich später auf jeden Fall nochmal mit drauf eingehen. Ja, Jack reist also zurück, fängt erst mit so Kleinigkeiten an, reist dann sozusagen einfach wieder in seine Jetztzeit, und es vergehen da dann immer nur 2 Minuten. Also pro Reise bin ich in der Jetztzeit 2 Minuten weg. Finde ich auch ganz sinnvoll, wenn ich ehrlich bin, weil dann fällt auch gar nicht auf, dass man irgendwie weg war. Und dann schaut er natürlich, wie hat sich diese Veränderung ausgewirkt. Sobald er aber jetzt wieder zurückgeht, hat sich das, was er geändert hat, wieder auf den Ursprung geändert. Und was Jack relativ schnell merkt, ist, dass die Vergangenheit nicht geändert werden will, dass sie sich ihn als Feind ausgesucht hat und
unbedingt verhindern möchte, dass er Dinge verändert. Sie möchte so bleiben, wie sie ist. Und natürlich spielt es im Großen und Ganzen um das John F. Kennedy-Attentat, aber das ist wirklich nur eine kleine Nebengeschichte, denn es gibt so viele andere Geschichten zu den Aufgaben, die er sich sonst so ein bisschen stellt, das Leben, in das er sich einbringt. Er muss ja auch 5 Jahre Zeit rumbringen, er baut sich hier ein neues Leben auf, er trifft auf eine junge Frau und die seine große Liebe wird. Er versucht natürlich auch schon so ein bisschen alles zu beobachten, was so rund um die Personen geschieht, denen eben ja zugesprochen wird, dass sie John F. Kennedy umgebracht haben. Und es stellt sich natürlich auch irgendwo immer die Frage, was passiert denn eigentlich mit unserer Jetztzeit, wenn denn tatsächlich da irgendwas verändert wird. Es ist groß, es ist episch, es ist der Wahnsinn. Es ist Zeitreise, wie ich sie wirklich liebe, wie ich sie toll finde, wie sie nur wenige Autoren hinbekommen. Denn man hat hier wirklich das Gefühl, dass sich Stephen King eine wahnsinnig tolle Logik ausgedacht hat, insofern Zeitreisen natürlich logisch sein können. Das müssen wir natürlich jetzt einfach so hinnehmen, dass es eben Zeitreisen gibt. Ich finde es toll, wie dieses Portal funktioniert, wie die Rückreise funktioniert, wie das mit Änderungen funktionieren kann. Es hat wirklich Hand und Fuß und es gab für mich auch tatsächlich kein wirkliches Plotloch, Logikloch, was diese Zeitreise angeht. Für mich hat das Stephen King wirklich bis zum Ende durchgezogen und großartig gemacht. Überhaupt auch immer dieses Was wäre wenn. Ich glaube, dass den Amerikanern eben dieses Attentat wirklich im Herzen wehtut und Stephen King sagt auch am Ende, dass er das Buch schon in den 70er Jahren begonnen hat. Damals aber der Schmerz zu tief saß, sowohl bei ihm als auch bei seinen Lesern, der Bevölkerung, als dass das Buch eben noch nicht seine Zeit hatte. Und das glaube ich tatsächlich. Es gibt Ereignisse, wo man einfach sagt, die brauchen eine gewisse Zeit, bis man sie irgendwie verdaut hat, bis man darüber nachdenken kann, bis man da auch wirklich Literatur zu lesen kann. Und ich kann mir das hier wirklich sehr gut in Amerika vorstellen. Und eben auch diese Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre passiert? Wie hätte John F. Kennedy auf verschiedenste Themen reagiert? Als Hoffnungsträger, ja, der er war als Präsident. Und natürlich gibt es genügend andere geschichtliche Fragen, wo man sich da stellen kann. Aber das ist natürlich für die Amerikaner definitiv als ein großes Thema. Und das spürt man darin, das spürt man bei Jack Epping, unserem Protagonisten, aber eben auch in der Feder natürlich von Stephen King. Es ist wahnsinnig spannend. Also es ist wirklich so, dass man natürlich am Anfang eine etwas gemütlichere Einleitung in die Geschichte hat, aber sobald wir eigentlich von dieser Zeitreise erfahren, von dieser Dynamik, die das auflöst, auch was das Ziel dann davon ist, ist es spannend. Es ist nicht nur spannend, wenn es um das Attentat geht, um John F. Kennedy, um die Mittelsmänner, es ist spannend, wie Jack Epping sein Leben lebt, wie er Freunde findet, wie er auch immer mal in Versuchung gerät, irgendwas zu erzählen, was auch so ein bisschen das Wetten angeht, was natürlich auch Ereignisse angeht, wo die damalige Zeit einfach erschüttert war, was da passiert, wo er natürlich durchaus sagen könnte, Mensch, das wird nicht so schlimm, ich weiß, das kann er natürlich so nicht sagen. Zudem muss er auch immer mal aufpassen, dass er nicht einfach ein Liedchen singt unter der Dusche, das es noch gar nicht gibt, was durchaus für Furore sorgt und sorgen kann. Und das sind natürlich so diese Kleinigkeiten, die unfassbaren Spaß machen. Und ganz wichtig fand ich auch immer bei dieser Zeitreisethematik eben dieses Gefühl, dass die Zeit, die Vergangenheit wirklich an sich festhält und sagt, ich habe schon die richtigen Entscheidungen getroffen, ich lasse mir das hier nicht verändern. Und das merkt man an vielen Situationen, die das eben auch sehr, sehr spannend macht. Und es ist tatsächlich eben auch nicht nur dieses große Ganze, was eben Jack Epping ändern möchte, sondern dass uns eben King auch Kleinigkeiten zeigt, wo er so seinen Einfluss hat und was das vielleicht auch schon für Auswirkungen haben könnte. Es gibt auch Verknüpfungen zu anderen Werken. Bei vielen King-Fans wird jetzt 1958 wahrscheinlich schon aufleuchten. Da wissen wir genau, wo wir sind. Es gibt aber noch viel mehr Anspielungen, die einfach super viel Spaß machen, sie zu entdecken, sie mitzubekommen, sich in diese Geschichten dann einfinden zu lassen. Und das macht mir dann natürlich auch besonders großen Spaß. Zudem muss ich echt sagen, ich hätte ja vor diesem Buch nie gedacht, dass Stephen King mir eine Liebesgeschichte präsentieren kann. Ich dachte, der Mann kann so gut wie alles, von Thriller über Horror, über Grusel, über Spannung, über Science Fiction, aber eine Liebesgeschichte, doch,
Kanne. Die Liebesgeschichte, die wir hier drin erleben, ist wunderschön, ist episch, ist romantisch, ist nicht zu kitschig, fühlt sich authentisch an. Auch wie beide mit Problemen umgehen, da fand ich wirklich, da merkt man einfach, dass das auch erwachsene Menschen sind, die eben schon auch eine gewisse Erfahrung haben, auch dass eben in der Vergangenheit nicht alles so gut lief. Ich bin da hin und weg und wer am Ende dann keine Tränen verdrückt, der hat kein Herz und ein Gefühl, das muss ich ganz klar sagen. Und das Ende, obwohl ja die Enden von King, ich sag mal, mehr nicht so gut sind, als dass sie ihm gelingen, muss man hier wirklich sagen, das ist perfekt. Ich finde, die ganze Geschichte ist episch, perfekt, sie ist einfach on point, sie ist ein Meisterwerk tatsächlich vom Meister und gehört für mich definitiv aufs Treppchen, wenn es um die Stephen King-Geschichten geht. Und auch das Ende ist mehr als gelungen und es ist perfekt und es hätte nicht anders sein dürfen, definitiv. So viel zur Geschichte. Ich möchte auch kurz natürlich noch was zu David Nathan sagen, weil er mir diesen Reread so verzaubert hat. Und ich habe in dieser Woche 30 Stunden weggehört. Nicht auf normaler Geschwindigkeit, ich höre meine Hörbücher schneller, ist einfach, denke ich, eine Gewohnheitssache, wie es dann eben für einen angenehm ist und man sich damit wohlfühlt. Aber ich habe keine freie Minute nicht genutzt, um David Nathan zu lauschen. Der Mann hat eine wahnsinnig geile Stimme und da dulde ich nichts anderes als dieses böse G-Wort. Er schafft eine wahnsinnige Atmosphäre. Also wie er wirklich Dinge betont, wie er die vorliest, wie er die vorträgt, wie er die lebendig machen lässt. Er hat Tiefe in diese Geschichte hineingebracht und man merkt förmlich, wann er wahrscheinlich selbst diese Geschichte spannend fand, schafft er es eben auch, diese Spannung zu übertragen. Das hat er wirklich mehr als großartig gemacht. Er gibt unserem Jack Epping eine wirklich tolle und authentische Stimme und hat wirklich diese Figur geformt, nochmal anders, als ich sie mir selbst sozusagen vor 4 Jahren vorgelesen habe. Also es war bildhafter, es war klarer, es war lebendiger und ich fand es schon vor 4 Jahren großartig und ich finde es jetzt mit dem Reread eben noch großartiger, wenn ich ehrlich bin. David Nathan schafft es, die Spannung aufzubauen, ja auch am Leben zu erhalten. Er kann das wirklich halten und schafft es aber auch so etwas, die leichteren, humorvolleren Stellen, die wirklich auch ein bisschen lockerer sind, auch einfach mal diese Spannung kurz loszulassen, sodass wir alle einfach mal atmen können und er als Sprecher eben auch so gefühlt mal durchatme, bevor dann sozusagen die Ruhe vor dem Sturm ja wieder aufbraust und der Sturm und die Spannung ansteigt und das macht er einfach unglaublich gut. Also ich fand dieses Hörbuch wirklich mit perfekt eingesprochen, perfekt rübergebracht. Es waren über 30 Stunden, die ich sehr, sehr, sehr genossen habe, wo ich wirklich dachte, selten so ein großartiges Buch gehört und gelesen und einfach alles gepasst hat. Es gibt nichts, worüber ich meckern möchte. Ich fand es einfach nur großartig. Ich finde, es ist mehr als ein Hörgenuss des Monats. Es ist wahrscheinlich ein Hörgenuss des Jahres und des Lebens, so wie eben dieses Buch ein Lebenslese-Highlight ist. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geschwärmt. Schön, dass ich hier nochmal all meine Gedanken und Worte zu dem Hörgenuss, zu dem Hörbuch sozusagen herauslassen konnte. Lasst euch bitte nicht von 1000 Seiten und 30 Stunden abschrecken. Greift dazu, genießt es, nehmt euch die Zeit. Es muss ja nicht innerhalb von einer Woche weggesuchtet werden. Das ist überhaupt kein Maßstab. Lasst euch nicht abschrecken, greift dazu und genießt diese Geschichte. Was vielleicht auch ein bisschen hilft, da ein kleiner Tipp. Ich bin jemand, der durchaus auch Wälzer gerne für sich selbst so ein bisschen einteilt und eben einfach sagt, ich möchte für das Buch jetzt eine Woche brauchen oder auch 2 und dann eben einfach gucke, wie viele Seiten sind das so am Tag. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese Etappenziele hat, dass man sich da dann einfach ein bisschen leichter hineinfallen lässt, weil man eben weiß, heute muss ich nur 50, 80, 100 Seiten lesen und das bringt mich eben Schritt für Schritt meinem Ziel des großen Wälzers näher. Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für euch. Wenn ihr andere Tipps habt, natürlich auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich jetzt mega auf die Hörgenüsse der anderen, bin sehr gespannt, was sich da so ein bisschen finden wird. Ich ahne schon wieder, dass die Wunschliste wachsen wird, wie gefühlt jeden Monat. Und ich freue mich auf eure Kommentare, ob ihr den Anschlag schon kennt, ob ihr das Buch kennt, ob ihr vielleicht auch das Hörbuch genossen habt, welches Buch bei euch zuletzt ein Highlight war, egal ob in echter, haptischer Form oder als Hörbuch. Lasst uns da gerne in die Kommentare ein bisschen in den Austausch gehen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.